Hallo und willkommen zurück zur nächsten und letzten vorproduzierten Folge, meine Freunde. Wir fahren raus mit dem TB3 zum Industrielagerhallenbrand. Schauen wir mal, ob das so ein großer Einsatz ist, wie es sich anhört. Wir haben auf jeden Fall wenig Einsatzfahrt vor uns. Und dann geht's los, meine Freunde. Vergessen hat am Ende, habe ich noch ein paar Infos zur nächsten Woche raus. Aber dazu halt dann auch am Ende mehr, Freunde Linus. Und das, oh, da hinten raucht schon wie Sau, ey. Ich glaube auch, dass das was Größeres ist. Die DL fährt jetzt auch mit. Das ist dann auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wenn die auch direkt mal mit rausfährt. Ich versuche jetzt, die gleich mal zu überholen, glaube ich. Perfekt, da sind wir vorher reingezogen. Industrie. Jetzt müssen wir nur noch vor zu dieser besagten Lagerhalle, wo es abgeht wie die Sau. Also hier vorher siehst du schon von einem Kilometer Entfernung. Jetzt sind wir auch gleich da. Die DL. Ja, die hängen ein bisschen zurück, aber die ist dann eh wieder eher da wie wir. Was normal ist bei solchen Spielen, was ich aber schade finde eigentlich. Weil dann kannst du dich halt darauf einstellen, dass die da ist und musst nicht warten, bis die kommt. Es fühlt sich immer an, als würde die Karre gleich umkippen. Ich meine, das Ding hat, was weiß ich, wie viele Tausende der Wasser geladen. Und du schürst ja trotzdem mit ordentlich Geschwindigkeit um die Kurve. Und es geht auch. Die sind stark und gut gefedert, die Dinger. So, wir sind auf jeden Fall da. Die Rauchsäule vom Nahen sieht dann doch nicht mehr so groß aus. Aber es könnte dann auch sein, dass es einfach nur durch eine Tür rauskommt. Martin, soll ich mal ausschalten. Hier können wir parken. Okay, es sind auf jeden Fall Verletzte drin. Es sieht auch aus, als würde. Da ist eine Tür, wo wir rein können. Über hinten. Das ist offen. Auf jeden Fall erstmal die Engine ausschalten. Das würde ich jetzt sagen, machen wir mal als erstes. Das heißt, wir packen uns auf jeden Fall die Axt mal. Nein, wir packen uns nicht die Axt, wir nehmen die Brechstange. Das sind ja alles Metalltüren. Nehmen wir uns auf jeden Fall eine Brechstange mit. Und schauen wir mal, dass wir die, dass wir den Strom jetzt mal ausgeschaltet bekommen als erstes. Ich weiß noch nicht so genau wo. Ja, auf jeden Fall schon mal eine verletzte Person, die nehmen wir auch auf jeden Fall als erstes mit. Die anderen können auf jeden Fall schon mal mit dem Löschangriff starten. Die schon, das ist nicht schlecht, dann brauchen wir schon mal keinen sagen, dass der löschen soll. Dann kümmern wir uns jetzt komplett erstmal um Verletzte und um die und um den Strom. Oh, da explodiert die Scheiße schon. Das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Ich weiß nicht, wie viele bewusstlose oder verletzte Personen wir haben. Aber auf jeden Fall genug. Die eine hinten können wir erstmal abwarten. Die nehmen wir als nächstes mit. Was? Strom abschalten ist schon passiert. Wie das? Opfer im Toilettenraum, bewusst sowieso im Raum. Ja, den Toilettenraum müssen wir auf jeden Fall noch gucken, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, da kommen wir von innen hin. Aber ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Das war jetzt ein bisschen dumm vielleicht. So, dann gehen wir direkt rein, holen die im Toilettenraum noch und dann geht es wahrscheinlich schon an die Löscharbeiten, weil der Strom ist schon ausgeschaltet worden. Tür öffnen.
Ups. Ah, Junge, gib mir doch das. Wie sollen wir denn die aufbekommen, die Tür? Oh, damn it, Alter. Flexen? Wir versuchen es mal mit der Flex, die Metalltür aufzubekommen. Das würde jetzt in meinen Augen am meisten Sinn machen. Einfach das Schloss aufflexen. Wenn nicht, muss man mal schauen. Ich hab... Welches Werkzeug brauche ich denn da? Komme ich da von außen hin? Steckleiter oder ähnliches? Ich würde auf jeden Fall reinkommen. Wir mal schlagen auf jeden Fall die Scheibe jetzt mal ein. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie wir da jetzt reinkommen. Wir können die Axt noch versuchen. Das sind Feuerlöscher, das bringt nichts. Das sind auch nur Feuerlöscher, Feuerlöscher. Da versuchen wir auf jeden Fall mal noch eine Axt. Aber ich habe keine Ahnung, wo die helligen Tools sind. Und ich würde auf jeden Fall behaupten, wir schlagen die... das Fensterscheibe mal ein. Dass da, okay, scheiß auf die verkackte Fensterscheibe, ey. Wie kriegen wir dieses scheiß Teil hier auf? Ja, wir können höchstens eine KI da ranlassen. Aber... Geht auch nicht. Pass auf. Eins. Dann lassen wir den das machen. Wir packen... Ja, da ist ein... Da ist das Strahlrohr. Das schnappen wir uns dann. Wir löschen jetzt hier schon mal ab. Kühlen auf jeden Fall auch mal die Tür. Okay, was hat er? Was hat er? Er feierte das helligen Tool. Naja, die Brechstange. Ihr Arschgeigen. Nein, du sollst... Folg mir. Go, 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 go. Nicht ohnmächtig werden. Hier raus, mein Freund. Komm mit. Folgen. Perfekt. Jetzt geht's ans Feuer löschen. Das heißt, Brechstange weg. Schlauch. Anstöpseln. Strahlrohr. Verbinden. Dann gehen wir auf jeden Fall mit rein und löschen noch gar mit. Das sind wir dann zu viert dann wahrscheinlich doch um einiges schneller. Also, das ist richtig geil, ey. Einfach ein riesiger Brand, ey. Das ist ein richtig riesiger. Da kommt das Feeling richtig auf. So.
Das ist ein richtiges Feeling hier in der Halle. Da fühlt man sich jetzt auch nicht so gerade sicher. Weil wenn du draußen vor einem brennenden Haus stehst, jetzt oder vor einem Feuer stehst, da fühlt man sich doch nochmal sicherer, als wenn du direkt mit dem Feuer im selben Gebäude drin bist. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt tatsächlich. Oder, nee, nicht das Schlimmste haben wir nicht, aber... Wir haben zumindest schon mal ein Regal jetzt hier abgelöscht. Dann die Ecke hier direkt noch. Du musst halt trotzdem mit System davor gehen, dass du nicht irgendwo anfängst zu löschen. Und irgendwo was vergisst und dann geht's hinter dir wieder weiter. Das braucht man nicht unbedingt, sowas. Das hat man auch schon oft genug, dass es auf einmal hinter einem weiterging. Das heißt, wir löschen jetzt hier. Gut, die schnelle Missionszeit ist abgelaufen, aber gut, ist ja auch egal. Wir hatten jetzt keine Probleme mit deiner Tür. Und das ist dann auch okay. Weiß ja, wo man richtig anfangen soll. Am besten fangen wir jetzt hier mal von oben nach unten an. Ja. Diese Hilfe, wann das Feuer aus ist, die wäre eigentlich auch ganz chillig, wenn die aus wäre. Hätte ich nichts gesagt, ich weiß, ob man die ausschalten kann, müsste ich mal nachschauen, aber wäre eigentlich auch ganz angenehm. Aber es geht voran. Wir haben es jetzt auch gleich. Denke ich mal. Gut, da hinten brennt noch ein Gabelstapler. Ich weiß nicht, ob das Elektrogas oder Diesel ist. Und wer weiß, was da noch alles gelagert ist. Ob das jeder hochgeht. Aber wir haben das vorher jetzt gut in eine Ecke gebracht. Muss man nur die eine Ecke halt ablöschen. Aber wenn wir da zu viert reinhalten, dann geht es schon. Langsam wird's was. Übrigens nicht vergessen, jetzt am Ende, wer noch da ist, am Ende, wenn wir hier gleich fertig sind, gibt's noch ein paar, ja, Infos zu nächster Woche. Aber erstmal wird hier dieses Regal gar abgelöscht. Hier oben das Eck noch. So, und dann geht es hier hinten weiter. Und da oben entzündet sich doch wieder. Da müsst ihr mal ein bisschen darauf achten, dass das nicht sich nicht andauernd wieder entzündet. Mal wieder entzündet, ja. Was einfach zu löschen ist auf jeden Fall. Da müssen wir einfach auf jeden Fall mal aufpassen. Geht jetzt mal, glaube ich, auf die andere Seite mit. Ui. Da ist einfach mal ein Regal umgekippt. Boah, das ist schon krass. Das Feeling, also man merkt, irgendwie spürt man richtig die Hitze, wenn man da so vorm Feuer steht und da reinguckt. Kann man da irgendwie hoch?
Also das, was ich jetzt gerade mache, ist auch saugefährlich, weil ich einfach hier unter diesem eh schon schäbsten Regal einfach nochmal drunter gehe. Wenn ihr jetzt alle auf der Seite seid, dann gehe ich jetzt mal wieder rüber auf die andere. Schauen wir mal, dass wir von der Seite noch ein bisschen was gelöscht bekommen. Aber sieht eher schlecht aus tatsächlich. Ja, ein bisschen was zumindest. Gehen wir doch nochmal mit auf die andere. Aber wir haben es, das meiste haben wir tatsächlich geschafft jetzt, das ist gut. Ja, der KI hat es auch alleine geschafft. Gut Leute, wir haben den krassesten Einsatz ever bis jetzt geschafft. Das ist schon mal gut. Und jetzt habe ich noch ein paar Sachen zur nächste Woche raus. Also nächste Woche habe ich Urlaub. Da werden wir ein bisschen streamen auf jeden Fall. Ich sag mal zwischen ein und dreimal auf jeden Fall werden wir streamen. Und was genau? Also wir werden auf jeden Fall einen Stream hier in Firefight Squad machen. Dann einen random Stream, wo wir halt ein bisschen irgendwas machen. Wo wir ein paar Spiele halt spielen und einen Stream möchte ich machen, wo wir Lego Star Wars 3 The Clone Wars spielen. Das habe ich mir jetzt hier auf dem PC gekauft. Das können wir dann mal zumindest mal anspielen. Dann werden wir auf jeden Fall American Truck Simulator spielen. In dem Video aber mit dem neuen LKW. Und ab dann sind ja die Videos eh wieder erstmal alle aktuell. Ja, so schaut es jetzt erstmal aus. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst bereit. Ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielleicht habe ich sogar schon einmal gestreamt, wenn ihr das seht. Das kann sein. Aber das seht ihr ja dann und habt ihr gesehen. Bis dahin, ciao.